Ja, aber ich würde jetzt gern wissen, was der kann. Der Hammer. Was da rein muss überhaupt. Ah, woran sehe ich das denn? So, warte mal, wir hatten noch ein neues Buch bekommen hier. Ne. Schuriken alleine. Ist ja klar. Ist ja klar. Ist ja klar. Was haben wir hier noch? Toll. Das bringt mir nicht ganz so viel. Das sind nicht die Waffen. Okay, vielleicht ist es doch im anderen drin. Band 2. Pickaxe. Ja, aber wieso? Da Hammer. This hammer is a heavy mining tool, meaning a large area that is affected or undead. Hammerhead, large plate. Ah, hier sind die Rezepte drin, okay. Danach muss man dann gucken. Aber guck mal, hier ist so zum Beispiel die Pickaxe, ne? Aber wieso ist sie denn da nicht dabei? Bin ich jetzt doof? Ich sehe doch hier gar keine Axt. Keine Dings. Doch, da! Ah. Okay, wie war das jetzt? Entenhead? Entenhead. Ich weiß nicht, ob das hier auf Deutsch ist oder Englisch. Head. Scheiße. Kopf. Kopf. Ah, hier. Da. Silberner Spitzhackenkopf. Spitzenkopf. Papier, er wird dann mal Eisen hier. Eisen, Spitzhackenkopf. Nein. Ja, toll, toll. Super. Oh, ne. Dann geht es ja wieder hier hin, dass man hier gucken muss. Aha, ja, aha, ja, Dann geht's dahin, dann kommt das. Dann kommt das irgendwie. Das sind so Beispiele, das ist das. Dann kriegt man die Blöcke daraus. Aus den Blöcken kann man den Spirit Bricks machen oder den Cemetery, Cemetery, bla. Daraus kriegt man, if you ever find yourself without this book, this is the one simple to make. Other books can be made from bla 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 bla. Night Vision, ja toll. Hat mir nicht das hier gesehen, das Ding? War das doch einem anderen? War das? Nee. Hä? Was? Hat mir es denn gesehen? Warte mal. Hey, das hatten wir doch gerade eben erst, ne? What the fuck? Das ist ein additional modifiers, you can create to make them additional modifiers not a tool, the target lock is only work on the tool. Was? Was, ey? Aber das ist das auch nicht. So ganz in Ruhe. Wir gehen mal beim Band 1 rein, so. Das. Wir hatten nach wirklich, also Band 1 ist es nicht. Band 2. Ist es auch nicht. Haben wir noch ein Band? Ah ne, das war Band 3. Ups. Oder Tinkers, okay. Ach, das, warte mal. Ich weiß, was wir das, glaube ich, haben. Ich glaube, wir haben das hier reingepackt, ne? Da ist das. Wir noch ein Band. Ja, natürlich. Oh, all of your main one too, das ist klar. Das ist der Ausguss. Das sind wohl Brenner da unten, so wie es aussieht.
Noch hier Tanks. Es wäre schön, wenn man einfach nur mal sehen würde. So muss es anordnen. So, nicht anders. Ach Gottes Willen. Ach Gottes Willen. Heftig. Okay. So, dann müssen wir irgendwie einen Raum finden. Die Frage ist, wie wird das sicher gemacht? Das sieht nicht so aus, als ob es nämlich auch irgendwie... Ah ne, das geht nicht mit Falltasten. Als ob es da irgendwie... Da hinten kommt nicht was raus. Ich weiß nicht, ob das Apfelprodukte sind oder wie auch immer. Ich weiß das nicht. Ja. Forming a cast. Ach so, das ist wahrscheinlich die... Ja, man muss diese Form dann da reinlegen und dann blubbert das da raus, okay. Okay. Das ist schon heftig. Aber ich frage mich trotzdem. Drains alleine. More that we have more. Really a few things to keep minded. Mixing two or more metals on the idea. If you need more space to process metal, add more layers. The similarity is a multi-block construct. Ah, you will need the following metals to get it. One tank. 9x bricks. Das ist ja Grunddings. Any combination of 10 sacred bricks, sacred tanks or drains. Okay. Ja, der Casting-Tisch ist ja wahrscheinlich nicht da drin, der ist ja außerhalb. Alle 10 Stück? Ist das so groß gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. 3. 6, 9, 12. Und das ist der 9er. Alter, in der Mitte ist irgendwas anderes eigentlich. Achso, außen haben wir es so gemacht, okay. Und in der Mitte ist irgendwas anderes mit so einem Ding da oben drauf. Mann, ich würde jetzt schon gerne das haben. Und dann könnte ich jetzt schnell einen Raum bauen, ohne Probleme groß. So. Müssen wir erstmal ein bisschen wegpacken hier. Bringt ja alles nix. Wenn wir auch genug Platz jetzt hier auf Anhieb finden. Ist ganz schön viel Scheiße drin. Ganz schön viel Scheiße. Guck mal, das gehört auch dazu. Die Bücher gehören nämlich sowieso dazu. Boah, 4 Stück, ey. Was habe ich da denn gehabt? Eine Glasscheibe wieder. Krr. Ja. Und das alles nur, weil ich einmal im Bogen gucken wollte. Und jetzt fange ich mit euch an, hier irgendwelche Special-Aufträge zu machen. Das wird uns erstmal beschäftigen, glaube ich. Ich will auch diese Flügel haben. Okay, gehen wir mal hier runter. Dam, dam, dam. Das sieht noch ganz gut aus. Wir haben ja nach da noch genug Platz. Wir hätten ja auch noch genug Platz. Ich würde schon fast sagen, wir gehen eher hier irgendwie rein. Warte mal, nee, wir machen das anders. Haha. Wir gehen von hier aus hier irgendwie hin. Wir müssen mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12, die Hälfte ist 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das kriegen wir sowieso nicht gut mit ich hin. Wir könnten natürlich einen Vierer-Durchgang machen, ne? Ui.
Hier geht ein Weg längs. Okay. Warte mal, haben wir nicht extra die Lampe? Nur eine? Okay. Machen wir erstmal eine. Wir könnten natürlich auch mal gucken, wenn wir jetzt Level 14, können wir die nicht auf Effizienz erhöhen hier? Unsere Eisenhacke. Wollen wir nehmen Diamantenhacke, aber Diamantenhacke zu reparieren ist ja echt teuer. Eisenhacke. Ich weiß nicht, was das braucht. Hallo liebes Büchlein, verrate mir doch, kann ich die Effizienz erhöhen? Okay, Effizienz geht bis dahin. Haltbarkeit 1. Trotzdem ist sie fast kaputt. Jetzt bräuchte ich so einen doofen Amboss hier, ey. Amboss. Da. Oh Gott, drei solche Blöcke. Ich bin der Meinung, das müsste so sein. Hm. Ah, okay. Gut. Dann brauchen wir doch sowieso noch mal eine Eisenspitzhacke. Ne. Die ist eigentlich sowieso fast hin. Ich dachte, die wird repariert. Schade. So. Warum habe ich den anderen Shit gelassen? Habe ich den jetzt einfach erstmal weggepackt nur? Naja, gut. So. Jetzt nehmen wir mich die dahin. Die dahin. Ach, und jetzt fehlen uns Erfahrungspunkte. Nein. Das gibt es nicht. Für alles braucht man Erfahrungspunkte. Ach, Manometer hier. Gut, dann nehmen wir. Weißt du was? Dann gehen wir mit unserer Diamantenhacke los hier, ey. Meine Fresse nochmal. Ist ja nicht zu glauben. Halt, noch ein runter. Ist aber auch nicht unbedingt schneller, oder? Ah, und gut ein bisschen. So, wir wollen den Raum groß genug haben. Das heißt, wir gehen hier mal auf 3 breit. Federseite. Das Marmor. Warum ist da rohes Marmor? Aha. Weil wegen ist so. So, das sind 3. Das passt schon mal. Tief weiß ich noch nicht genau. Mal gucken. Weil jetzt sind wir 7. Das ist eine ungerade Zahl schon mal. Oh, 3. Geht das überhaupt noch? So gerade. 1, 2. Wir müssen uns auch einen neuen Raum hier anschaffen, meine Güte. Was mich noch so ein bisschen besorgt ist, wenn da wirklich engen Ausfluss kommt, sehe ich, dass da was zerstört wird. Das heißt, wir von vornherein müssen wir da irgendwie ein Loch buddeln oder so. Das geht gar nicht anders.
will unbedingt diese Waffe haben, diese 3x3 Dinger da. Hammergeil. Hammergeil. Könnte ich mir vorstellen für die Mod, für den Server sowieso eine Mod. So, jetzt müssen wir das Spiel überlegen. Das ist mindestens 3 tief und ich möchte ja nicht direkt. Wir müssen mindestens nochmal 3 rein. Wenn nicht sogar 6 vielleicht. Dann müsste der Raum groß genug sein an sich. Kommt wieder hier noch eine Lampe hin, dann wird hier später kommt die Wand hin. Hier kommt das so hin. 1, 2, 3. Guck mal, hätten wir jetzt schon diese geile Dinge sehen. Bam, bam, bam hier. Aber nein. Ich muss ja erstmal warten. Wir müssen warten. Was ist das denn hier? Nice. Achso, das ist auch nice, nur dunkel, okay. Wir könnten aber ruhig mal einmal ein Fackelchen hier setzen. Nicht ganz so dunkel. Es ist natürlich jetzt nicht so die spannende Arbeit, das wisst ihr, aber wir müssen das halt eben machen. So, einmal kurz auch hier mal so ein Lichtlein hin. 1, 2. Das müsste nachher von der Raumgröße her, von der Tiefe her lang, glaube ich. Erst einmal. Oh, Eisen. Und Kohle. Gib mir das Eisen. Ja, du bist sonst wie verbaut hier, Eisen. Toll. Noch mehr Eisen? Nee, ne? Nee. Oh ja, aber das gibt uns ja vielleicht mit Glück ein bisschen Erfahrungspunkte, nicht viel, ne? Wahrscheinlich bräuchten wir das nächste Mal erstmal einfach Pfeile, machen Difficult 1 und gehen vielleicht noch ein bisschen auf Jagd. So, stopp, jetzt müssen wir erstmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ist schon bis hier. Jetzt müssen wir eigentlich nur hier rüber graben einmal. Und dann müssen wir irgendwann da drüben ankommen. Ja, da. Bleibt uns so nichts anderes übrig, als jetzt wirklich langsam auch ein paar Monster mal zu töten. Weil vorher habe ich mich halt nicht viel um die Verzauberung geschert, sag ich mal. Weil es mir da relativ egal war. Aber wenn natürlich jetzt so anfängt, dass man hier vielleicht Sachen reparieren muss etc., ist das gar nicht mal so verkehrt wahrscheinlich. Und so kriegt man halt nicht wirklich was, ne? Also nur wenn man halt Sachen herstellt, schmilzt etc. Wow. Gut. Ich halt so. Müssen wir durch. Dann müssen wir nachts Monsterjagen gehen. Aber nicht bei uns, also. Nicht bei uns auf dem Hof. Die pumpen uns alles weg. Wir haben ja keine Selbstschutzanlage oder so hier. Das haben wir einmal gehabt mit dem Creeper, bin ich der Meinung. Da hat er uns das kaputt gebombt, so ein bisschen. Ich glaube, da war zum Glück nur Erde. Obwohl, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hat er was von uns Terrasse weggenommen? Und so, ich weiß das nicht mehr so genau. So.
Das sollte aber erstmal für heute lang. Wir haben jetzt den Grundriss schon mal fertig. Da kommt jetzt nochmal, wir müssen nochmal oben die Decke wegnehmen, so ein bisschen unten und an den Seiten. Das heißt, dass wir dann den, wie gehabt, unser Marmor einsetzen können, wenn wir genug Marmor haben. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gucken wir, dass wir dann hier drin alles aufgebaut kriegen. Sollte nachher eigentlich gehen. Mittig. Gut, mittig ist sowieso so ein bisschen problematisch. Weil hier haben wir 4er Gang. 4, 3, 3 sind 7. Mittig von der Tür geht eh nicht, dann müssen wir es irgendwie so ein bisschen ausrichten hier drin. Müssen wir mal gucken. Wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall. Da müssen wir uns an dieses Buch halten auf jeden Fall. Da muss ich nochmal reinschauen. Und uns dieses Grundsachen dann erstmal holen. Aber erstmal müssen wir den Raum fertig haben. Jedenfalls, dass das Schirm mit dem Marmor ist. Ja, und ein bisschen Lämpchen noch rein. Hier fehlt noch eine Lampe, dass wir die auch schüsseln. Dann passt das. Also meißeln in dem Fall. Gut. Jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ganz interessante Mond. Ich kann sie vorher auch noch nicht. Ich habe sie mal mit Ronald reingenommen. Habe nur so ein bisschen durchgelesen. Und jetzt erst entdeckt, wie cool die eigentlich ist. Und ich glaube, wir werden damit Spaß haben. Das wird uns ein bisschen beschäftigen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir da relativ gut vorankommen. Wir werden es sehen. Ich muss mich da ja auch erstmal reinfinden. Auf jeden Fall, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für eure Treue. Danke für eure Abos. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Wie gesagt, ob nun morgens oder abends, bei der Pause. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns in den Livestreams. Bis dann. Ciao, ciao.